Ja, herzlich willkommen bei Infineon in Graz. Ihr bleibt da herüben, weil sonst hampel ich immer irgendjemanden dann im Bild herum. Danke für die Möglichkeit vorzustellen. Es ist immer ein bisschen dann die schwierige Übung, was auswählen. Das haben wir jetzt versucht, auch ein bisschen mit dem Thema Greentech und Energie, Nachhaltigkeit. Sie haben es in der Einladung ja schon ein bisschen gelesen. Es wird einen Überblick geben zu Infineon als solches. Dauert nicht lang. Und dann ein größeres Thema rund um Nachhaltigkeit, um dem Aspekt auch gerecht zu werden, wie wir das sehen. Und von den Anwendungen her automatisiertes Fahren, was tut sich da, was ist der Beitrag von Infineon, was steht da noch an Aufgaben vor uns und was wird uns das alles ermöglichen. Und dann, weil wir hier in Graz eben auch die Chipkarte mit den Security-Themen als eine große, als die größte Einzelgruppe haben, zwei Vorträge von zwei Kollegen, einmal zum Thema Smart Home, IoT, Internet of Things, Security, wie spielt das alles zusammen, wie kann das einfach funktionieren, weil wenn es nicht einfach ist, dann machen wir es nicht. Und das Zweite, ganz weit in die Zukunft gedacht, Quantencomputer geht immer mehr in die Medien hinein. Heute, wie viel, 72 oder 70? Was hat jetzt? 72 Qubits hat Google angekündigt. Da wird sich vieles ändern. Wie bereiten wir uns von Infineon darauf vor, was dann in Zukunft anders sein wird und trotzdem Sicherheit anbieten zu können? Da werde ich dann an die Kollegen übergeben und danach gibt es dann eben noch das Unternehmen eCrank, aber die Folien kommen dann, die Vorstellung separat. Wir werden nach den Präsentationen dann auch die Gelegenheit haben, die zwei Demos von uns und auch die Produkte von eCrank dann sich direkt noch anzusehen. Infineon in wenigen Worten, Halbleiterunternehmen, wir produzieren, entwickeln Halbleiter im Wesentlichen in den drei Gebieten Automotive, Power oder Energieeffizienz und Security. Man sieht es an den Marktpositionen, das Geschäft macht dann Spaß, wenn man vorne dabei ist und vorne ist halt eins oder zwei, drei ist schon nicht mehr so ganz vorne. 7 Milliarden Umsatz im letzten Geschäftsjahr, in dieser Aufteilung hier 37.000 Mitarbeiter weltweit, Stand September, mittlerweile auch schon wieder mehr. So ist das Unternehmen aufgestellt, Zentrale ist in München. Wir als Infineon, wir sind überzeugt und wir sehen es jeden Tag, Halbleiter, es ist so klein das Zeug, aber es ist überall drin und damit ist es Teil unseres Lebens, part of your life. Es wird einfach das heute alles nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind, wie wir es selbstverständlich verwenden, ohne Halbleiter. Das endet aber nicht heute, sondern wir sind auch überzeugt, dass wir mit den Lösungen, die wir uns ausdenken, tagtäglich auch Teil des Morgens sein werden, part of tomorrow. Und warum? Weil wir mit diesen drei Fragen, wie kann man das Leben einfacher, sicherer, nachhaltiger, umweltverträglicher machen, Themen bearbeiten, die für die Zukunft für uns alle wichtig sind. Wir machen damit wirklich vieles und die Halbleiterei ist einfach eine Schlüsseltechnologie, die es ermöglicht, mehr mit gleichem oder weniger Mitteleinsatz zu erreichen. Die Leistungsfähigkeit, die Funktionen, die wir einfach alle tagtäglich in Anspruch nehmen, da steht und fällt damit, dass Mikroelektronik als eine Schlüsseltechnologie das möglich macht. Wofür steht jetzt Infineon? Ganz kurz nur, das eine ist die Geschichte Mobilität. Wir alle schätzen die Mobilität verändert sich derzeit sehr stark. Und Infineon macht sehr, sehr viele Produkte, die das Thema der Vernetzung, das Thema der Umweltsicherheit, der Sicherheit im Sinne jetzt von Safety zum Inhalt hat, aber auch im Sinne von Security diesen Aspekt der Sicherheit in der Mobilität anspricht. Das sind viele Bausteine, die im Fahrzeug alle möglichen Aufgaben übernehmen. Audi hat vor 4 Jahren schon gesagt, Vorsprung durch Technik, ist ja der Spruch von Audi. 80% ihrer Innovationen fußen auf Halbleiter, sonst wären sie nicht machbar. Mercedes spricht von 90%. Ja, also unsere Autos würden sich nicht so weiterentwickeln, gäbe es die Halbleiterei nicht. Das zweite große Thema ist die Geschichte Energieeffizienz. Aus unserer Sicht, die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, das funktioniert alles mit Strom. Der Strom erlebt von dem Zeitpunkt, wo er gewonnen wird, wo er erzeugt wird, bis zur tatsächlichen Nutzung, vielfältige Wandlungen, rauf, runter, Spannung, Frequenz, Gleichstrom, Wechselstrom, ja, und überall kleine Verluste. Diese Verluste zu minimieren, ist die beste Möglichkeit, was für unseren Planeten zu tun, weil die ist verloren, die Energie. Wenn wir das reduzieren können mit unseren Bauteilen, mit unseren Produkten, unseren Lösungen, dann gewinnen wir da sehr viel. Das ist eben auch dieses mehr möglich machen mit weniger Einsatz an Ressourcen. Auch das findet überall statt. Und der dritte große Bereich, wenn auch von den drei der kleinste, ist Security.
Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Daten Sie pro Tag produzieren von sich, über sich? Also ich nicht. Ich sage es ganz offen. Ja. Die werden alle irgendwo gespeichert, länger oder kürzer. Die werden übertragen, wissentlich oder unwissentlich, leider auch das. Aber es gibt viele Daten, wo wir einfach zu Recht sagen, bitte, die sollen so gespeichert werden, dass nur der Zugriff hat, der haben soll. Nur der darf ändern, der ändern soll. Und die sollten sich auch über die Zeit nicht irgendwie verändern können, weil irgendwas passiert. Das heißt, dieser ganze Umgang mit Daten, diese sicher im Sinne jetzt von secure Hand zu haben, ist ein ganz zentrales Thema. Diese drei Gebiete sind auch ein Grund dafür, dass Infineon sich sehr gut entwickelt, jetzt im Vergleich zum Gesamthalbleitermarkt, das ist hier die Zeile, Wachstum 3,3% in den Jahren 17 bis 21, also nach vorne geblickt. Die Märkte, in denen wir aktiv sind, Auto, Leistungselektronik, Chipkarten, entwickeln sich alle stärker als dieser Markt. Damit macht es noch einmal eins mehr Spaß, da drinnen aktiv zu sein. Und das ist auch das Ziel, das wir haben, uns schneller zu entwickeln, als der Markt als solcher wächst. Schnelldurchgang Infineon, was diese 37.000 Menschen denn so machen. Jetzt ein Blick hinein in das Thema Nachhaltigkeit. Das ist etwas, was vielleicht nicht so oft dann gezeigt wird. Aber Infineon hat sich schon vor 13 Jahren, 2004, dem Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility verschrieben. Wir tun hier sehr, sehr viel. Eine Halbleiterfertigung ist so in der Nomenklatur ein chemischer Betrieb. Ja, das heißt, wir sind dort von der Fertigung, von dem, was dort passiert, schon einmal sehr gefordert, was wir dort tun. Wie ökologisch gehen wir um? Wir haben interessante Materialien, die wir verwenden, also auch das ganze Thema Conflicting Minerals, die sind da auch irgendwo zu finden, ist ein Thema. Es gibt von der UN so einen UN Global Compact Akt, wo es um Nachhaltigkeit geht, da sind wir seit vielen Jahren drin und unterliegen diesen 10 Prinzipien. Das ist eine freiwillige Geschichte, zum 8. Mal in einem Sustainability Yearbook drinnen, das wird extern verifiziert. Wir gehören zu den 10% der nachhaltigsten Unternehmen weltweit, die sich dieser Aufgabe stellen, weil wir einfach sagen, das muss sein. Das ist das Technische, beinhaltet aber auch so Dinge wie Menschenrechte, ethisches Verhalten und auch der Umgang mit den Ressourcen selber. Elemente dazu sehen Sie da jetzt aufgelistet, also das UN Global Compact hier, geht aber über Sustainability Index, Impress, das ist ein Zertifizierungsinstrument zur Umweltverträglichkeit von Fertigungen. Da gehört auch sowas dazu wie Seveso 2, Seveso 3, also die Dinge, die nach diesem großen Chemieunfall entstanden sind, Dow Jones Index und so weiter. Das heißt, wir sind dem Thema sehr, sehr stark verpflichtet, zertifizieren uns auch und stellen uns der Aufgabe. Wie schlägt sich das nieder? Wenn man jetzt weltweit sich alle Halbleiterunternehmen anschaut und da einen Durchschnitt rechnet, was brauchen die für einen Quadratzentimeter Silizium in der Produktion in Summe an Wasser, Entschuldigung, an Elektrizität, dann kommen wir mit fast 50% weniger aus. Es wird Wasser verwendet in den Prozessschritten, wir brauchen 28% weniger als der Durchschnitt. Es entsteht, auch wenn das Zeug klein ist, natürlich Abfall, die Menge macht's. Wir produzieren um 53% weniger Abfall durch die Art und Weise, wie wir produzieren und wie wir damit umgehen, als der Durchschnitt der Industrie. Also alles Dinge, wo wir sagen, ja, wir wollen das ernst nehmen, wir kümmern uns drum. Und eine schöne Rechnung, die wir angestellt haben, hier viel Kleingedrucktes, ja, wie wir das gemacht haben. Natürlich unsere Produktionsstandorte, unsere Entwicklungsstandorte, unsere Dienstreisen, all das verbraucht CO2. Ja? Also das Werk in Villach braucht mehr Strom als die ganze Stadt. Also wir sind schon ein Unternehmen, das auch Strom braucht. Aber wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind das rund 1,4 Millionen Tonnen pro Jahr, CO2-Äquivalent. Wenn wir dann aber unsere Produkte hernehmen und schauen, okay, was leisten die? Um wie viel sind die energieeffizienter? Um wie viel helfen die Treibstoff sparen in Fahrzeugen, weil die Fahrzeuge einfach anders geführt werden können, weil der Motor im richtigen Betriebsbereich ist und ähnliches? Dann sind das 58 Tonnen. Und ein Faktor 1 zu 14, glaube ich, ist nicht ganz schlecht. Wenn man sagen kann, ja, wir brauchen was, wir verbrauchen CO2, aber wir helfen 41 Mal, Entschuldigung, kommt davon, wenn man verkehrt liest, 41 Mal so viel einzusparen. Und ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein. Und ich bin mir sicher, auch die Kollegen jetzt bei mir in Graz wissen das auch nicht so unbedingt, weil das findet einfach statt. Ja, das ist ein Thema, das uns
zwar beschäftigt, aber das passiert, das macht das Unternehmen. Das Unternehmen in Österreich, 3.700 Mitarbeiter, Zentrale in Villach, mit Fertigung, Entwicklung, Geschäft, IT in Klagenfurt, Grazer Standort, Wien Vertriebsbüro und in Linz noch eine Tochter für die Entwicklung. Merken Sie sich einfach nur die Zahl 3.700, das sind grob 10% von den 37.000, kann man so einfach rechnen. Wir sind aber ein F&E-starker Konzernteil von Infineon. Infineon Österreich stellt von der R&D, von der Entwicklungsmannschaft von Infineon global 22%. Das heißt, wir sind im Konzern ein echtes Schwergewicht, was Entwicklung betrifft. Schlägt sich darin nieder, also man könnte da jetzt rechnen, wir haben letztes Jahr, im letzten Geschäftsjahr, 428 Millionen Euro in Österreich für F&E ausgegeben. Also da gibt es kein Unternehmen, das so viel Geld für F&E ausgibt in Österreich wie Infineon. Und das machen eben diese Kollegen hier, diese 3.700, von denen etwa 1.600, 1.500 Entwickler sind. Hier also noch einmal in Zahlen. Das heißt aber zum Beispiel auch 1.500 Personen, letztes Geschäftsjahr, das heißt 220 Anmeldungen zu Patenten, die entstanden sind in Österreich und eben diese 428 Millionen, die hier angeführt sind. Ein paar kurze Beispiele, aber da komme ich nachher noch im Detail drauf, was kommt aus Österreich. Der aktuelle A8 von Audi ist jetzt auf die Straße gebracht worden. Wären die Gesetze anders in Europa und in Deutschland, dann wäre der schon Level 3. Da könnte teilautonom fahren. Da haben wir noch ein Thema mit der Rechtslage. Sehr viele Bausteine in dem Fahrzeug, wie zum Beispiel Radar und andere Sensoren, Mikrocontroller, Leistungselektronik, haben entwicklungstechnisch ihren Ursprung in Österreich. LIDAR, komme ich nachher noch drauf, ein weiteres Element für automatisiertes Fahren. Die Entwicklung dazu findet hier am Standort in Graz statt und die Produktion von einem ganz zentralen Teil, von diesem Laserspiegel, findet in Villach statt. Elektromobilität, ja, es ist noch nicht der Mainstream, aber es wird kommen. Ganz großes Thema dort, wie lange brauche ich zum Laden? Das ist Leistungselektronik in Reinkultur. Wie solche Schnellladestationen aussehen, hängt sehr stark von der Leistungselektronik ab. Infineon, da jetzt vor allem die Villacher Kollegen und die Villacher Fertigung mit einer neuen Technologie, Siliziumkarbid, bringt ja ganz wesentliche Produkte auf den Markt, um das effizienter, schneller, batterieschonender umsetzen zu können. Jetzt sind wir aber heute in Graz. Ein Bild nur zu Graz. 380, 387 Kollegen, Kolleginnen arbeiten hier am Standort für Infineon und in Projekten von Infineon. Noch einmal 60 Studenten dazu und noch einmal einige andere Fremdfirmen, die hier mitarbeiten. Also in Summe sind wir irgendwo grob 500 Personen hier am Standort. Alles rund um den Park hier. Seit 98 gibt es uns hier. Kontaktlos-Technologie, Chipkarte, aber auch einige Elemente im Automotive-Bereich. Da sind wir der Standort bei Infineon, die diese Dinge vorantreiben. Das ist eben die Chipkarte und es sind zwei Teile von Automotive. Einmal Bauteile entlang des Antriebsstrangs, also so vom Motor bis zu den Achsen, kann man sich das grob vorstellen. Oder auch Sense and Control. Und da werde ich jetzt dann bei dem Thema automatisiertes Fahren jetzt noch etwas näher drauf eingehen. Was ist der Beitrag von Infineon zu automatisierten Fahren und warum ist das für uns als Halbleiterunternehmen auch so interessant und ich glaube auch für uns alle als Fahrer, Fahrerinnen? Wo kommen wir her? Infineon ist in diesen Märkten, in diesen Anwendungen weltweit die Nummer 1. Wir sind im Automotive-Markt in Summe die Nummer 2. Mehr als 40 Jahre Erfahrung Automotive. Die Autowelt, was die Entwicklung betrifft, was das Produzieren betrifft, was das Zusammenbauen betrifft, hat schon so seine Eigenheiten. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Und eine ganz zentrale Geschichte, warum es das so wichtig ist, moderne Fahrzeuge werden über das automatisierte Fahren noch einmal einen massiven Schub sehen, was da an Halbleiter hineingeht. Was es an Halbleiter-Content braucht, damit so ein Fahrzeug all das kann. Und da werde ich ein bisschen einen Einblick geben, was da alles dazugehört. Das heißt, wir haben ja ein Thema, das uns wirklich in eine gute Lage versetzt, stärker, schneller zu wachsen als der Gesamtmarkt, weil einfach der Halbleiter-Content so viel stärker ist. Und wenn wir das Ganze dann noch kombinieren mit einem E-Fahrzeug oder einem Hybridfahrzeug, haben wir noch einen zweiten Treiber, der den Halbleiteranteil nach oben schiebt. Frage, vielleicht traut sich jemand, was glauben Sie denn, ist jetzt so durchschnittlich, ich meine jetzt kein E-Fahrzeug, sondern normales
Verbrennungskraft, ja, Diesel, Benzin, wurscht, so Mittelklasse. Was ist da jetzt so Halbleiter in Dollar ungefähr drinnen? Da meine ich jetzt nicht den A8, bitte. Ja. Schätzung. Bitte? Was ist die Frage, der Produktionswert oder? Nein, nein, Preis, Kosten. Also was muss der BMW, der Audi, der Peugeot, der Ford, wer auch immer, keine so einkalkulieren? Keine 200 Euro, behaupte ich jetzt. Okay. Andere Zahlen? 1000. 380 Dollar. 80% Innovation kommt aus Halbleiter. Wir sind halt leider sehr klein, aber sehr, sehr zentral. Und bei Automatisierung Faktor 2. E-Fahrzeug, auch noch einmal die ähnliche Größenordnung drauf. Also auch noch einmal so 350 dazu. Das sind alles Dinge, die uns hier natürlich massiv helfen. Man sieht da auch ein bisschen, wie sich der Markt so entwickelt. Das ist unser Marktanteil, den wir haben. Das sind so Wechselkursgeschichten, wenn der Dollar wieder mal einen Kopfstand macht. 6% war das Wachstum des Automotive-Markts in den letzten Jahren. In vielen ist es um 10% gewachsen. Ja, also wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Warum? Ja, was machen? Wir machen viel, damit Autos sauber fahren können. Ob jetzt rein elektrisch oder auch Verbrennungskraftmaschine. Was alles dort mit Elektronik möglich wird, um einfach Abgasreinigung, Effizienz vom Motor runterzukriegen. Also Effizienz rauf, Abgasreinigung. Ja? Und Elektrofahrzeuge natürlich. Automatisiertes Fahren kommt noch mehr, aber auch das Thema Komfort. Also ich weiß nicht, wer das Pech hatte, dass ihm von ihrem Auto mal der Außenspiegel abgefahren wurde. Teure Angelegenheit. Ja? Heizung drin, Licht drin, Motoren drin, vielleicht noch ein Sensor drin, weil er Spurerkennung oder sowas macht, ja? Und vielleicht noch eine Kamera. Teure Sache, also da steckt auch viel drinnen. Wir wollen 8% im Jahr wachsen, obwohl nur 2-3% mehr Autos pro Jahr verkauft werden, weil eben der Halbleiteranteil raufgeht. Und was ist das alles? Nicht schrecken über das volle Bild. Das ist halt nur so ein Auszug, was an Anwendungen in einem Fahrzeug über Elektronik stattfindet. Ja, jetzt können wir uns irgendwas rauspicken. Da E-Fahrzeuge. Ja, ich brauche Inverter drin, die einfach den Strom von der Ladesäule runter in die Batterie, von der Batterie zum eigentlichen Motor immer rauf und runter wandeln. Hochspannung haben wir dann auch dabei. Sollte hocheffizient laufen. Sitzheizung soll jetzt auch keine werden, wenn wir drauf sitzen. Also großes Thema hier. Ja. Das sind also Leistungselektronik-Themen. Jetzt picke ich da drüben was raus. Was habe ich da erwischt? Tire Pressure. Das ist dieses Ding hier. Wir haben da Fahrräder stehen. Ne? Wenn Sie Ihr Fahrrad jetzt dann im Frühling, also am Samstag, wieder rausholen und das erste Mal fahren, was machen Sie vorher? Abgesehen vom Abstauben? Die Luft aufpumpen. Ne? Weil wenn Sie es nicht machen, werden Sie sich denken, so kann ich meine Kondition ja nicht verloren haben über den Winter. Nein, Sie haben den Luftdruck verloren. Und so wie sich das Auto plagt, so wie Sie sich plagen, würde sich auch das Auto plagen. Das heißt, der Luftdruck, der richtige im Auto, hat für das Thema Spritverbrauch eine Riesenbedeutung. Und wenn zu viel drin ist, dann fahren Sie quasi mit einem Rennrad und da wissen wir auch alle, dass es dann nicht mehr ganz so toll bremst, weil die Auflagefläche fehlt. Auch nicht gut. Ja? Also das ist der Tire Pressure zum Beispiel, also aus dem Reifen heraus den Druck messen und per Funk ans Auto weitergeben. Und diese mickrige Knopfzelle da drin muss das Ding 10 Jahre betreiben. Und falls Sie es nicht wissen, auf Ihrem Reifen ist ein Produktionsdatum drauf. Sie dürfen Ihren Reifen vom Gummi her 7 Jahre fahren. Nicht länger. Dann wird er porös. Ein anderes Beispiel, ja, oder ABS-Speed-Sensoren, Rechner. In unserem Fahrzeug sind Rechner drin ohne Ende. Das sind fahrende Computer. Fürs Motormanagement, für den Komfort, für Entertainment, für automatisiertes Fahren natürlich noch viel mehr. Also hier eine breite Palette von Anwendungen, die im Fahrzeug stattfinden. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt runtergehen und sagen, schauen wir uns das Ganze eher so auf der Sensorseite an, also das, was sehr stark auch dann für das Thema automatisiertes Fahren eine Rolle spielt. Was haben wir da? Ja, man sollte wissen, diverse Speed-Sensoren, wie schnell dreht sich hier im Motor was, wie schnell drehen sich die Räder, eine Geschichte. Aber wo sind gewisse Dinge von der Stellung? Wie weit ist das Gaspedal gedrückt, das Bremspedal gedrückt, Drosselklappen,
name it, was weiß ich was alles, ja, bis hin zum Fensterheber, wo ist der gerade und so weiter. Also Positionsinformationen. Drucksensoren, sei es für den Schutz, ja, wenn Sie einen Seitenaufprall in Ihrem Fahrzeug haben, dann wird die Luftdruckveränderung in der Tür gemessen, weil das am schnellsten reagiert. Und dann weiß der Controller, dass er den Seitenairbag zünden muss. Ja? Also eine mögliche Anwendung von Druckinformationen. Tire Pressure hatten wir schon. Ja, rein und raus sollten wir auch können, das Auto Remote Keyless Entry oder eben auch das Thema des Startens. Und hier unten so ganz halb, ganz verschämt, da unten Radar und 3D-Imager. Das sind jetzt die Dinge, die es braucht, um die Umgebung wahrzunehmen. Wir als Fahrer, wir als Fahrerin nehmen unsere Umgebung einfach wahr und entscheiden. Bei manchen ist man sich nicht immer ganz so sicher, was sie alles wahrnehmen. Aber trotzdem, wenn wir das Ganze jetzt an die Technik übertragen, ans Fahrzeug, dann ist unsere Annahme, ab sofort gibt es keine Fehler mehr. Also das, was wir dem, jetzt muss ich aufpassen, was ich in Wien dem Mistelbacher Kennzeichen entschuldigen würde oder ihm mit einem freundlichen Fingerzeig nachweise, dass er nicht weiß, was rund um ihn los ist, das akzeptieren wir beim vollelektronischen Fahrzeug ja nicht mehr. Da haben wir keine Toleranzschwelle für Fehler. Und zu Recht. Ja? Was braucht es jetzt dafür? Das sind diese Levels 1, 2, 3, 4. 5 haben wir da jetzt gar nicht bewusst draufgeschrieben. Das ist so die Nomenklatur der unterschiedlichen Entwicklungsstufen hin zum automatisierten Fahren. Ja? Und da sind auch ein paar Jahreszahlen eingetragen und was es da so braucht. Also L1 ist so die Unterstützung, ist eigentlich schon Standard heute, sage ich einmal. Ja? L2 ist schon teilweise Automatisierung, das heißt also, wenn Sie auf der Autobahn Ihre Spur verlassen, dann rüttelt vielleicht das Lenkrad oder er lenkt sogar zurück. Ja, also da teilweise Unterstützung. Oder auch, dass er zumindest den Parallelparkplatz selber einparkt, wenn er groß genug ist. Ja, also ein bisschen Reserven sind dann schon auch immer drin. L3, das ist das, was ich jetzt beim Audi A8 zitiert habe, der kann schon eine gewisse Zeit auf der Autobahn zum Beispiel autonom fahren, findet sich zurecht. L4, ja, da ist schon viel Automatisierung, da kann er schon lange auf der Autobahn allein fahren. Grazer Stadtgebiet, nicht komplett, ja. Und ich sage mal, in Rom am Nachmittag wieder WO gehen. L5 ist dann das, wo man sagt, da gibt es kein Lenkrad mehr, ich sitze verkehrt zur Fahrtrichtung und habe quasi einen elektronischen Chauffeur. Das wird getrieben von den Autoherstellern, aber auch von neuen Playern. Wir haben Google, es gehen andere Spieler hinein. Vieles ist noch unklar, was da passieren muss. Vieles ist noch zu erforschen. Und eigentlich alles braucht Halbleiter und Daten und die Verarbeitung dieser Daten dann in Folge. Was heißt das? Ich habe vorhin schon gesagt, man muss wissen, was rund um einen los ist. Ja? Wenn wir im Auto sitzen, wir schauen in den Rückspiegel, in den Seitenspiegel, wir hören, ja? Wir spüren, ja, was da alles so los ist. Das muss auch irgendwie alles das Auto können, ne? Um diese Aufgabe übernehmen zu können. Und was heißt das? Wir brauchen rund um unser Auto so einen, ja, einen Raum, den das Fahrzeug erfassen kann. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche technische Mittel, wie das erfolgen kann, für unterschiedliche Aufgaben. Jetzt sind da lauter Buchstabenkürzel. Bin mir sicher, Sie können nicht alle dekodieren. Parking ist leicht. AEB, ACC, Automatic Cruise Control, ja, Automatic Emergency Braking, dann seitlicher Aufprall, Lane Change Assistant, Parken, Collision Warning von hinten, also wenn man von hinten einer angeschossen kommt, wir kennen das alle, Stau vor dem Tunnel, wir bleiben stehen und schauen bange in den Rückspiegel, was denn die 5 Autos hinter uns machen, vor allem wenn es ein LKW ist, muss das Auto auch können. Unterschiedliche Technologien, also man sieht es ein bisschen in Farbe, ist dieses schlammfarbige etwas, sage ich einmal, sind unterschiedliche Radartechnologien, auch da gibt es unterschiedliche für die Entfernung, die ich abdecken möchte, Kamerasysteme, haben wir teilweise schon, das hat dann sehr viel Bildverarbeitung, Einparken ist sowas, aber auch durchaus Erkennung, was ist vor mir oder Fußgängererkennung. Ultraschall, das sind die hellblauen, vielleicht die älteste Geschichte, das Piepsen beim Einparken kennen wir alle. Wenn man denkt, vor 10 Jahren hat das so
leider manchmal mit einem zeitlichen Versatz von einer halben Sekunde gepiepst. Das kann zu langsam gewesen sein, musste man wissen. Und was eben auch mehr und mehr kommt, Laser, eben für diese LiDAR-Systeme, wo ich mit einem Laserstrahl die Szene abscanne und da entweder sehr hohe Entfernungen abdecken kann, beziehungsweise auch eine sehr hohe Genauigkeit in der Objekterkennung hinkriege. Aber ist auch durchaus für die Seite eine interessante Technologie. Ja. Damit entsteht so ein Safety-Cocoon rund um uns. Und wenn ich all diese Daten, und das sind nicht wenige, habe, dann brauche ich noch die Rechenleistung, um sie zu verarbeiten, und die Algorithmen, um zu entscheiden. Und das Ganze aber so schnell, wie einfach die Umgebung sich draußen verändert. Und ob das jetzt die 130er auf der Autobahn sind, die schnell sind, ja, da denkt man immer dran. Es sind aber auch die 0,3 km/h beim Einparken, wenn die Strecke, die das Kind überwindet, nur 20 cm sind. Ist auch schnell, wo zu entscheiden ist. Szene erfassen, bewerten, entscheiden, agieren. Wir machen es unbewusst, unterbewusst. Das müssen aber auch Systeme können. Ja? Und was hier ganz, ganz, ganz stark zu sehen ist, das Tempo, in dem sich das weiterentwickelt. Ja? Radar, 2009 in Panamera gekommen, eindeutig Luxusklasse. Ja? Da kostet das ganze Auto schon viel und ich möchte nicht wissen, was das Feature gekostet hat. War Silizium-Germanium, also auch eine relativ teure Technologie. Keine 3 Jahre später war es im Golf. Und wiederum keine 2 Jahre später, in dem Fall im Polo. Ja? Dann auf anderen Technologien, in anderen Packages, die Kosten gehen runter. Wir haben für die ersten 10 Millionen Radare, was haben wir da? Also wir sind Weltmarktführer auf dem Gebiet. Wir haben für die ersten 10 Millionen gebraucht von 2009 bis 2015 etwa. Mitte 16 ungefähr. Ja. Jetzt sind wir bei 50. Also das Tempo, in dem diese Innovationen in die Breite gehen, ist gigantisch. ABS hat viel länger gebraucht, um diese Durchdringung zu erreichen. Ja. Und das treibt natürlich auch den Markt, das treibt aber auch uns selber in der Entwicklung. Das ist eine Riesenherausforderung, weil das muss ja alles entwickelt werden und diese Baustellen sind höchst komplex. Es muss zusammenspielen. Die Kunden verlangen von uns schon lange nicht mehr nur den Radarbaustein, die wollen auch einen Aurix, das ist ein Mikrocontroller, der so quasi Standard ist schon in vielen Anwendungen im Auto, dass die bestmöglich aufeinander abgestimmt sind. Die wollen auch immer mehr sagen, macht ihr mal. Ja, also wir wollen dann nur die Anwendung uns anschauen. Also diese Bits und Bytes bitte, die müsst ihr übernehmen. Da gibt es also noch weiterhin sehr, sehr viel zu tun. Österreich spielt hier eine ganz wesentliche Rolle in den Entwicklungen. Da wird so mal ein Versuch, das, was in dem Auto, was in einem Auto für diese Hunderten von Millionen Dollar pro Jahr verkauft wird und was uns allen das Fahrzeug Jahr für Jahr oder Autokauf für Autokauf, je nachdem, mit neuen Features bringt, die Sicherheit bringen, die Komfort bringen und vielleicht auch irgendwann einmal die Situation, dass wir zumindest auf manchen Strecken nicht mehr selber fahren müssen, weil das kennen wir alle, wir fahren manche Strecken und dann sind wir angekommen und vor lauter Langeweile wissen wir eigentlich nicht mehr, wie es jetzt gerade von der Back runter bis Graz zugegangen ist. Sehr gefährlich, weil dann werden wir unaufmerksam. Ein Auto wird nicht unaufmerksam. Riesenherausforderung. Das war es im Schnelldurchgang. Können dann gerne auch im Anschluss noch Fragen nehmen. Jetzt würde ich dann meine zwei Kollegen bitten, wir müssen nur kurz umstecken, in die Welt der Sicherheit sie zu entführen. Die ist uns nämlich ein Riesenanliegen. Und ich bin froh, dass in den letzten Jahren das auch gelungen ist, dass es mehr und mehr ins Bewusstsein gekommen ist. Wir dürfen da nicht schlampen. Wir müssen das ernst nehmen. Und wir müssen es von Anfang an ernst nehmen, weil hinterher Security irgendwo drauf, drüber, rundherum, das funktioniert nicht wirklich. Sie